Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Screen Time. Aktuell bearbeiten wir das Thema asiatisches Kino. Ich durfte diese Woche wieder den Film aussuchen und ich habe mich entschieden für den bekanntesten Film eines der bekanntesten koreanischen Regisseure, nämlich Oldboy von Park Chan-wook, wo es ja mittlerweile auch ein amerikanisches Remake gibt, dem ich mich bisher immer verweigert habe tatsächlich. Also ich kenne das Remake nicht, ich kannte das Original jetzt auch schon vorher. Dirk, für dich war es das erste Mal, gell? Ja, bei mir war es andersrum. Ich kenne das Remake, ich habe den amerikanischen Remake gesehen, ich weiß darüber nicht mehr. Soll auch bei den Kritiken nicht so gut angekommen sein. Ich lese gerade ein bisschen mit. Wann kam das Ding denn raus? 2016, 17? Scheiße, wenn man gut vorbereitet ist. Also jedenfalls kam er viel später raus als jetzt das Original. Aber wir wissen ja, wenn Amerikaner irgendwie ein Remake machen, dann treffen die selten den Geist des Vorgängers. Und deswegen habe ich den wahrscheinlich auch vergessen und habe jetzt ganz neu, ohne irgendwie Vorkenntnisse zu haben, mir das koreanische Original angeguckt. Was in meinen Augen schon recht schade ist, weil mich jetzt schon interessiert, wo die beiden Filme sich unterscheiden. Naja, egal. Ich würde jetzt erstmal kurz sagen, inhaltlich geht es um Oh-de-Soo, einen von Anfang an nicht besonders sympathischen Typen, wenn du mich fragst. Der wird gekidnappt und 15 Jahre in einem kleinen Zimmer gefangen gehalten. Dann wird er freigelassen und begibt sich quasi auf die Suche nach demjenigen, der das getan hat. Ja, und auch der Zuschauer stellt sich halt die ganze Zeit die Frage, warum war der gute Mann 15 Jahre dort eingesperrt? Mehr würde ich jetzt erstmal über die Story tatsächlich gar nicht sagen. Was sich daraus ergibt, ist in meinen Augen wirklich ein total nihilistischer Thriller, der wirklich... Also du hast wirklich das Gefühl, an diesem Film gibt es nicht einen einzigen positiven Moment. So würde ich das jetzt sagen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Moment, der vielleicht positiv ist. Aber größtenteils ist der halt schon echt, ja, eher böse. Und ich bin mir bis jetzt noch nicht so im ganzen Klaren, okay, wie soll ich den Film finden? Weil einerseits saß ich halt da und so, was zur Hölle wollen der? Was zur Hölle soll das? Was zur Hölle will der Regisseur von mir? Mhm. Aber auf der anderen Seite fand ich es halt trotzdem irgendwie cool. Ja. Also es ist echt gut inszeniert, das Ding. Es sieht auch echt cool aus. Hat einen coolen Soundtrack, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und halt einen Charakter, der irgendwie unsympathisch ist, aber du dann trotzdem irgendwie noch bei ihm bleibst. Ja. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, was ich zum Beispiel auch interessant finde, also der Film hat ja wirklich auch sehr interessante Inszenierungen teilweise. Also ich fand das zum Beispiel geil, wo er hypnotisiert wird und die Kamera fährt so über sein Bett auf diese grüne Wiese und dann stellst du fest, es ist gar keine grüne Wiese, sondern es ist quasi das Dach von einem Hochhaus. Also da waren ganz interessante Sachen dabei, so auch wie dieser One-Take, wo er quasi sich einmal durch diesen Korridor, ich glaube, das ist so die berühmteste Szene aus Oldboy, ist, wie er sich, ja, so 5 Minuten würde ich sagen, komplett ohne Schnitt durch so eine riesige Horde Gegner mit seinem Hammer klöppelt. Sind schon wirklich echt ganz interessante Sachen da. Zu der Frage, was will der Regisseur von mir, habe ich mir heute eine Meinung gebildet. Also beim ersten Mal gucken war der Film mir echt ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Ich habe den vor ein paar Jahren mal geguckt. Und in dem Film passiert gefühlt schon relativ viel. Und es ist teilweise dann auch alles so ein bisschen, fand ich, so durcheinander. Und jetzt beim zweiten Mal konnte ich mehr folgen dem, was da passiert ist. Um nur auf die Szene zurückzukommen, wo er sich halt durch diesen Korridor kloppt und die halt alle mit diesem Knüppel ankommen. Das ist zwar teilweise aber leider schlecht gemacht gewesen. Die haben mit dem Knüppel ausgeholt. Da sind die eigentlich schon zersprungen, die Knüppel, bevor die überhaupt irgendwas getroffen haben. Das war schon so, nur okay. Aber die Koreaner nehmen das ja nicht so genau. Aber es ist eine coole Szene gewesen, ja. Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob mir das so viel bringt, wenn man den zweiten Mal sieht. Weil er ist jetzt nicht so mega twistreich. Oder zumindest sind die Twists, wenn sie drin sind, jetzt nicht so... Oh mein Gott, mindblowing, dass man sagt, okay, ich muss jetzt noch mal alles gucken, um noch mal das Ganze in einem anderen Licht zu sehen. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl bei den Filmen. Er hat natürlich so ein, zwei Sachen, wo du denkst, so, okay, das war jetzt so gewesen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder bei einer Sache, das meine ich bei diesen
was am Ende so alles so rauskommt, da gab es schon die eine oder andere Sache, wo ich dachte, okay, ja, wo er das jetzt schon die ganze Zeit so angeteasert hat, da konnte man sich schon so ein bisschen was selbst zusammenreimen. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, er sucht natürlich jetzt, er will ja Rache nehmen, ne? Und er hat irgendwie nur 5 Tage dafür, ne? Das ist auch noch so ein Zeitlimit mit drin, um quasi den zu finden, weil ansonsten macht der gute Mann, der ihn gefangen gehalten lassen ließen Tutentaten, irgendwas Böses. Sag es einfach mal so. Und was ich vorher nicht wusste, ist, ist eigentlich eine Reihe. Also ist der 2. Teil aus einer Reihe. Ja, wobei diese Revenge-Trilogie, die Park Chan-wook gemacht hat, das sind alles Filme zum Thema Rache, aber die hängen inhaltlich nicht zusammen. Okay. Das ist so wie diese, es gibt von diesem Tyler Sheridan sowas, die American Frontier Trilogie, und das ist Hell or High Water, Sicario und noch dieser im Schnee, Wind River, und die haben halt inhaltlich auch nichts miteinander zu tun, spielen aber quasi alle im amerikanischen Outback, und so ist es bei der Revenge Trilogie auch. Also das hat inhaltlich keine Schnittmenge, soweit ich weiß. Okay. Also es wird natürlich da auch gut, ganz gut geknüppelt, und es gibt auch ein, zwei Szenen, wo ich mir denke so, na lecker. Mhm. Aber ich muss jetzt sagen, er ist jetzt nicht explizit so gewalttätig, dass ich sage so, okay, der ist jetzt schon, grenzt schon an Horror oder sowas dran. Oder an so einen Slasher-Film. Das ist er definitiv nicht. Der hat 1, 2, 3 Szenen, die ein bisschen unangenehm sind, aber selbst da wird auch jetzt nicht so drauf gehalten, dass man wirklich dann die ganze Gewalttat quasi sieht, sondern man hört und sieht, oder man sieht halt nur so nebenher, was da abläuft. Und das Gehirn macht dann den Rest, und das ist auch nicht unbedingt viel besser. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist es bei dem Film, muss ich eher an psychische Gewalt denken. Also viel, was da passiert, zielt ja auch darauf ab, das Gegenüber irgendwie psychisch fertig zu machen, würde ich jetzt sagen. Also eine Szene, die ich echt so, wenn ich so echt jetzt ist, er ist im Restaurant und futtert so einen Oktopus oder so einen Tintenfisch oder was immer das ist. Und ich habe wirklich mal hier so ein bisschen die Trivia und sowas durchgelesen. Der musste für diese Szene das Vieh 4-mal futtern. Oh. Und ich, ganz ehrlich, die haben da wahrscheinlich auch echte genommen. Ja, würde mich jetzt auch nicht überraschen. Ein kleiner Oktopus ist das. Dann haben die 4 Tiere halt genommen, die für diese Szene da draufgehen mussten. Was ich ja irgendwie jetzt auch nicht so geil finde. Ja gut, da kann man jetzt halt, also ich finde, da kann man jetzt drüber streiten, weil alternativ wären die halt im Restaurant auf den Tisch gekommen, dann halt aber gekocht. Kann man jetzt generell drüber streiten, wie man das findet oder nicht. War aber echt eine ekelige Szene. Und der gute Mann, der Schauspieler davon, von Odessu, ist Vegetarier. Ich glaube, der hat sich da auch richtig drüber gefreut. Dass er jetzt die ganzen Oktopus da verspeisen durften. Ich finde, es ist halt auch wieder so ein Film, wenn ich jetzt zum Beispiel erzähle, worum es in meinen Augen geht, kommt man schon wieder sehr gefährlich ins Spoiler-Territorium. Ich würde es nochmal versuchen, so für mich als Fazit zu sehen. Also es war wirklich ein sehr guter Thriller. Ich fand, die 2 Stunden vergehen auch tatsächlich sehr schnell und ohne, dass man irgendwie mal auf die Uhr gucken muss oder so. Und schon so dieses, worauf das hinarbeitet, also dieses ganze Jahr, warum eigentlich, ne? Also die Frage ist ja tatsächlich, und das wird ja sogar in dem Film thematisiert, gar nicht unbedingt, wer war das jetzt, sondern warum? Mhm. Also was hat denn eigentlich der Odessu quasi falsch gemacht? Und ich finde schon, am Ende hast du irgendwie das Gefühl, ja, so wirklich sympathisch ist in dem Film echt niemand. Also was ich wirklich ganz interessant fand. Das stimmt wohl. Odessu trifft ja auch schon vor dem großen Finale auf seinen Peiniger. Und er hätte wahrscheinlich auch schon die Möglichkeit gehabt, ihn da irgendwie zu töten. Aber der sagt dann auch so, ja, wenn du mich jetzt umbringst, dann wirst du nie erfahren, warum. Mhm. Warum du jetzt 15 Jahre in den Knast da drin warst. Und deswegen lässt er nochmal von ihnen ab und versucht dann wirklich nochmal rauszufinden, ja, warum? Was ist denn da eigentlich passiert? Muss halt sagen, das Ende, weiß ich nicht. Also hat sich das so richtig umgehauen? Oder für mich war das so, okay, dafür jetzt 15 Jahre ist schon ein bisschen, ja, kann man, muss man aber nicht.
Okay, pass auf, wir machen jetzt einen Spoiler-Part. Also, genau, erklär mir die Welt. Also, ab jetzt Spoiler, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ich finde, man sollte den unbedingt mal gucken, macht jetzt aus. Guckt euch den Film an und dann könnt ihr ja hier vielleicht wieder reinschalten. Ich muss halt sagen, was ich an dem Film so interessant finde, dass er in meinen Augen thematisiert, wie wenige Worte ganze Leben zerstören können. Mhm. Und natürlich ist das irgendwie alles, sehr übertrieben dargestellt, aber ich konnte schon mit dem Bösewicht relaten, weil ich mir am Ende dachte so, ja natürlich, dadurch, dass der hat mit nur wenigen Worten das komplette Leben des Bösewichtes zerstört. Und dementsprechend konnte ich die Rache schon irgendwie, also es ist wirklich halt, der hat sich einen sehr ausgeklügelten, extrem krassen Racheplan überlegt. Das ist es. Ich höre so, warum machst du dir so viel Mühe quasi, da jetzt 15 Jahre den da in den Knast zu lassen, damit dann das und das passieren kann? Es ist, ja, ich glaube, das ist halt natürlich dann am Ende so dieser große Twist, wo du denkst, oh mein Gott, das ist ja so und so gewesen. Aber ganz ehrlich, das habe ich mir vorher schon so ein bisschen gedacht, weil er halt die ganze Zeit immer so ein bisschen drauf angespielt hat. Deswegen war es dann für mich jetzt nicht mehr so der, oh mein Gott, Knaller. Naja, ich hatte jetzt halt den Eindruck, er wollte den Odessu halt das nachfühlen lassen, was er selber auch gefühlt hat. Mhm. Und ich fand, wie gesagt, ja, ich fand das eigentlich einen guten Kniff, dass man schon sagt so, hey krass, da ist jetzt ja sehr viel passiert, aufgrund ja eigentlich so einer Lappalie, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also er hat ja wirklich einfach nur erzählt, was passiert ist, aber halt dem falschen Typen, der dann nicht die Schnauze halten konnte. Und das hat aber so viele Leben zerstört. Und das finde ich eigentlich von Oldboy, also von dem Film, wirklich so eine ganz interessante Aussage, worüber man sich, glaube ich, im echten Leben halt auch viel zu wenig Gedanken macht, wie wenige Worte einfach richtig viel kaputt machen können. Klar. Es gibt auch einige Leute, die plappern halt alles irgendwie aus oder gibt halt Drahtstanden und dann wird das halt falsch weitergegeben und irgendwann wird halt das Falsche auch direkt als Wahrheit genommen, weil sich heutzutage leider keiner mehr die Mühe macht, auch irgendetwas mal nachzuprüfen, ob irgendwie eine Aussage, die irgendeiner tätigt, auch wirklich stimmt. Und am Ende wird das auf einmal wahr, was eigentlich nie wahr war und dann hast du ein Problem. Du, deswegen, ich war am Ende doch irgendwie voller Begeisterung. Beim zweiten Mal jetzt mehr als beim ersten Mal tatsächlich. Okay. Ich muss aber darauf eingehen, hier die erste Szene. Na klar, wird er direkt als unsympathisch dargestellt, aber ich fand ihn trotzdem irgendwie witzig. Wo er auf der Polizeistation voll besoffen auf dieser Polizeistation war und alle erstmal angepöbelt hat, dann war er wieder nett gewesen, dann hat er wieder irgendwie einen angepöbelt. Ich fand es schon mal ein netter Einstieg. Mhm. Ja, also, dass er nicht komplett als Arschloch dasteht, obwohl er einer ist, aber zumindest noch ein bisschen Sympathiepunkte halt mitkriegt. Und das hat er, glaube ich, auch ganz gut geschafft. Ja. Ey du, ich finde, es gibt da viele geile Szenen. Also auch so dieses, wenn er dann oben auf dem Dach ist und er fährt dann ja runter und er ist dann so in dem Aufzug und völlig fertig, weil da diese Frau mit drin ist und er hat ja jetzt 15 Jahre auch keine Frau gesehen und geht dann raus aus dem und das fand ich auch eine richtig geile Szene. Er geht raus aus dem Haus, sie dreht da völlig durch, weil er natürlich super weird ist, versucht die ganze Zeit diesen Wachmann da zu überzeugen, ihn irgendwie aufzuhalten und dann kracht noch, während das alles passiert, dieser Typ, der sich umbringen wollte, auf das Auto. Da sind auch einfach echt so geile Kompositionen, wo ja wirklich dann auch halt so die Kamera durchläuft und du das Gefühl hast, die haben das wirklich geil hingekriegt, dass das alles so ineinander greift, wie sie sich das gedacht haben. Die haben echt gute Kamerafahrten drin, die haben echt gute Szenenschnitte drin, also so Überleitungen drin, haben die einige, die echt sehr, sehr gut gelungen sind. Oder wirklich Kamerafahrten, wo er irgendwie was, ein Stäbchen in der Hand hält und dann filmen sie halt durch die Stäbchen quasi, von ihm quasi auf der Vollansicht einmal so zurück durch die Stäbchen. Sehr gut gemacht, also wirklich sehr, sehr coole Kniffe drin. Ich kann auch gar nicht jetzt so viel Schlechtes über den Film sagen, dass ich sage, der war mega langweilig, der war mega schlecht. Aber so 100 pro hat er mich halt jetzt auch nicht abgeholt. Er sagt, boah, der war mega spannend. Das ist, wie gesagt, ich habe am Anfang schon gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich den richtig bewerten soll, weil er macht an sich nichts verkehrt, aber muss ich ihn jetzt 5-mal noch gucken? Ich weiß es nicht, ich werde ihn bestimmt noch mal angucken, aber jetzt nicht unbedingt dieses Jahr oder nächstes Jahr. Aber, Ich weiß nicht. Ich fand ihn jetzt schon spannend. Also es ist ja trotz allem so eine gewisse Ermittlungsarbeit, die er quasi macht, um sich dem
anzunähern. Und übrigens noch mal einen, jetzt muss ich da noch mal einen Sprung zum Ende machen. Was ich dann nämlich am Ende auch eigentlich noch ganz interessant fand, ist der Aspekt, dass wir dann irgendwann dahin kommen, wo man feststellt, vielleicht ist das Leben schöner, wenn man die Wahrheit nicht kennt. Und vielleicht will man die Wahrheit auch manchmal gar nicht kennen. Ja, das stimmt wohl. Gebe ich dir absolut recht. Also auch da, wenn es überhaupt in meinen Augen irgendeine positive Szene an dem Film gibt, dann ist es die allerletzte, wo er dann nämlich vergessen hat quasi. Ja, der hat schon echt gute Aspekte drin. Also man kann ihn jetzt nicht sagen, dass der einfach nur stinklangweilig ist und man keine Ahnung hat, was macht denn der jetzt eigentlich. Ja. Der ist mysteriös am Anfang, weil du willst ja auch selbst wissen, warum ist der jetzt 15 Jahre da eingesperrt gewesen? Weswegen es halt für mich dann die Auflösung ein bisschen war so, okay, ja, Rachegeschichte etc., bla bla bla, ist cool, ist ganz gut gemacht, aber so richtig vom Hocker gehauen hat es mich jetzt nicht. Ich sehe jetzt gerade auch nochmal, das basiert lose auf dem Manga. Old Boy, den kenne ich gar nicht. Das habe ich noch nie gehört. Ich muss tatsächlich sagen, ich gucke ja gerade Kino Plus, da haben wir ja im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen und Eddie ist ein Riesenfan von Old Boy und hat sich auch den Manga gekauft und erzählt in irgendeiner Folge darüber, dass der Manga richtig scheiße ist im Gegensatz zum Film. Ja, er basiert ja auch nur lose drauf, also weiß man nicht. Ich muss halt sagen, was ich mich halt also ich frage mich, ob sie den amerikanischen irgendwo so ein bisschen abgeändert haben, weil ich finde, dieses ganze Thema mit Inzest und so weiter, das kann ich mir halt im relativ prüden Amerika echt schwer vorstellen, dass die das da so übernommen haben, wie es bei dem Film quasi war. Ich weiß es nicht mehr. Ganz ehrlich, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, der kam 2013 raus. Der ist also jetzt auch schon 9 Jahre alt. Mhm. Und ich weiß über diesen Film nicht mehr, als dass der Typ ein Koffer war. So, mehr weiß ich. Ich fand den Film überhaupt nicht mehr. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt auch gar nicht die große Intention, den zu gucken, weil ich genau weiß, dass die Amerikaner halt sich ihr eigenes Süppchen kochen und das meistens nicht unbedingt besser ist. Aber ich glaube auch, dass sie einige Szenen auf jeden Fall anders gemacht haben und nicht so gedreht haben. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie dann eher dann die Szenen, wo Gewalt dargestellt wird, mehr in den Vordergrund gestellt haben und die halt ein bisschen ausgeschmückt haben. Ja. Endfazit, wie würdest du ihn bewerten? Also von mir kriegt er einen Daumen hoch. Ja, so einen. Nicht ganz, also wie gesagt, der konnte mich jetzt nicht hundertprozentig abholen, dass ich sage, wow, mega geiler Film, aber ich fand ihn schräg, auf jeden Fall, aber sehr interessant trotzdem. Mhm. Hat sehr gute Aspekte mit drin, ist gut gefilmt gewesen, die Story passt. Also man kann ihn nicht sehr viel vorwerfen, ist ein guter Film. Du, Park Chan-wook hat, ich habe noch keinen Park Chan-wook-Film gesehen, den ich scheiße fand, muss ich ehrlicherweise sagen. Müsste ich kurz überhaupt gucken, wie viele Filme ich von den guten Mann kenne? Ich würde vermuten, okay. JSA, Joint Security Area. Oldboy. Ich kenne noch die Taschendiebeln. Ja, aber mehr kenne ich auch nicht. Ja, ich glaube, da hört es bei mir. Hast du die Taschendiebeln gesehen? Nee. Okay, nee. Da gibt es noch I'm a Cyborg, but that's okay. Ja. Nee, aber habe ich bisher nur die beiden gesehen, die wir auch hier bequatscht haben. Gut, also Empfehlung für Oldboy von uns beiden. Ja. Dirk, was? Wenn man auf Thriller steht, auf jeden Fall. Sehr gut. Was gucken wir denn dann für nächste Woche, Dirk? Auch wieder ein Thriller-Krimi. von unserem guten Regisseurfreund Bong Joon-ho. Und zwar heißt das Ding Memories of Murder. Gerade bei Amazon Prime, wenn mich nicht alles täuscht. Gerade auf Amazon Prime, genau, kann man auch kostenlos jetzt derzeit gucken, deswegen ist das nochmal ein Pluspunkt. Der wurde mir nicht angezeigt unter den Film wie Oldboy. Ich habe gedacht so, oh cool, dann habe ich den Film. Hab mir den Trailer dazu gar nicht so richtig angeguckt, habe auch nur kurz die Beschreibung gelesen, weil manchmal ist es ja echt besser, wenn man gar nicht so viel weiß. Es geht wohl um einen Serienmörder, der sich irgendwie auf Frauen spezialisiert hat und dann gibt es dann zwei Kommissare, die quasi den zur Strecke bringen wollen. Ob die das schaffen oder nicht, ob da was taugt oder nicht, müssen wir sehen. Ich würde 5 Euro drauf wetten, dass das ein kapitalismuskritischer Film ist. Ja, gut möglich. Aber wir werden es dann sehen. Also ich habe wirklich kaum Informationen über diesen Film und manchmal ist es echt besser und ich bin einfach gespannt drauf, was der gute Regisseur uns da Neues an die Hand gibt. Genau, und damit schließen wir die heutige Folge Screentime. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr guckt euch Oldboy an. Und
Wir hoffen auch, dass wir uns nächste Woche dann wiedersehen oder bei einem unserer anderen Formate. Wir haben ja noch unseren Podcast oder die Kinovorschau. Wenn euch interessiert, was morgen im Kino startet, das Video gibt es seit Montag auf dem Kanal. Bis dahin. Oh Gott. An der eigenen Spucke verschluckt. Ja. Sehr gut. Eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein, bis dann.